Also Corinna Gebauer hält den Vortrag. Corinna ist in Leipzig tätig und betreibt wahrscheinlich die größte deutsche und älteste, auch die älteste, ist auch noch so, ist auch alt. Also fast so alt wie Leipzig, betreibt die Milchbank dort schon seit langer, langer Zeit, wird uns aus dem Fundus zum Screening der Frauen nicht gesehen. Einen schönen guten Nachmittag erstmal an alle, die hier sind und auch online. Ich komme auch ein kleines bisschen aus Nürnberg, ich komme nämlich aus Oberfranken und fühle mich hier sehr zu Hause. Wir haben diese Vorträge jetzt heute Nachmittag so aufgebaut, dass es auch chronologisch ungefähr dem entspricht, wie das Baby zu seiner Milch kommt. Und da fangen wir als allererstes an, natürlich Spenderinnen zu rekrutieren, eine Anamnese zu erheben und die Spenderin zu screenen. Und das möchte ich Ihnen jetzt hier darstellen. Diese Nachmittagsvorträge heute, die sind so ausgelegt, dass wir ein bisschen was erzählen. Und dann hoffen wir, dass wir auch ganz viel diskutieren mit Ihnen hier im Saal und natürlich auch mit Ihnen online über die Fragen, die Sie dann stellen. Wie war das mit der Auswahl der Spenderinnen früher? Das haben wir nicht wir erfunden, wie Spenderinnen ausgewählt werden. Die Spenderinnen hießen früher Amen und das war ein Beruf. Das Mikrofon. Ja, die Spenderinnen hießen früher Amen und das war ein richtiger Beruf. Und auch hier wurde im Vorfeld eine gewisse Auswahl getroffen, natürlich nicht so, wie wir das heute machen. Und ich habe Ihnen aber einmal ein paar Kriterien aufgeschrieben, das wechselte mit voranschreitender Zeit ab. Im antiken Griechenland zum Beispiel waren da braune Haare bei der Amme gerne gesehen und die Amme sollte ein ruhiges Temperament haben. Im Mittelalter war die physische und mentale Gesundheit wichtig. Das ist ja auch etwas, worauf wir heute achten, dass die Spenderinnen möglichst gesund sein sollten. Die mittelalterliche Amme sollte einen tugendhaften Charakter haben. Sie kennen bestimmt alle das Sprichwort, etwas mit der Muttermilch aufsaugen oder das hat er bestimmt mit der Muttermilch aufgesogen, wenn irgendein Charakterzug da ist und das rührt wohl aus dieser Zeit noch her. Im Mittelalter sollte die Amme eine Primipara sein, brünett und am besten selbst einen Sohn zur Welt gebracht haben. Das war lieber genommen. Ich frage mich, wie man darauf gekommen ist, wie Sie vielleicht wissen, die Milch von Müttern, die ein männliches Kind zur Welt gebracht haben, ist ja auch ein bisschen proteinreicher als die Milch, die von Müttern, die ein Mädchen geboren haben. Das war sicherlich nicht der Grund, die Mütter darauf zu achten. Im 19. Jahrhundert sollte die Amme gut gelaunt sein, gute Zähne haben. Nüchtern sein, ganz wichtig, sauber, kinderlieb und ausgeruht. Ist nicht so ganz die Beschreibung mit ausgeruht, wahrscheinlich für Mütter. Tägliches Spazierengehen war gerne gesehen. Sie soll so zwischen 20 und 35 Jahre alt sein. Keine Erstgebärende diesmal und eine große Brust war hier von Sport. Gibt es in der heutigen Zeit Ammen? Hier in den Industriestaaten besteht eine geringe Nachfrage bis keine Nachfrage. Wir haben eine niedrige Müttersterblichkeit, sodass eigentlich die eigene Mutter hier die Ernährung übernehmen kann. Eine Amme wurde auch immer dann gebraucht in den vorhergehenden Jahrhunderten, wenn die Mutter bei der Geburt gestorben war, was ja gar nicht so selten vorkam. Und man muss auch sagen, dass die Einführung der Formularnahrung einfach diesen Beruf auch verdrängt oder unnütz gemacht hat. Und es gab damals zur Industrialisierung auch andere Berufe, die lukrativer waren und vielleicht nicht mit den Bürden einer Amme vergleichbar waren.
Heutzutage in den Entwicklungsländern gibt es sehr wohl noch den Beruf der Amme. Da muss man immer im Hinterkopf auch haben, das Risiko der HIV-Übertragung. Das kann eine sogenannte Berufsamme sein. Meistens sind das aber auch Familienmitglieder oder aus einer, das sind ja immer größere Familien, als es bei uns hier jetzt üblich geworden ist. Ein stillendes Familienmitglied übernimmt dann den Beruf sozusagen der intrafamiliären Amme. Wie wir jetzt auch gelernt haben, ist das zum Beispiel in Äthiopien auch eine Möglichkeit, die fehlende Muttermilch zu ersetzen. 2008 war in China ein Milchskandal, da waren das Milchpulver verunreinigt. Und da gibt es wohl noch Ammen oder gab es Ammen und die Löhne für diese Ammen sind da wohl ziemlich deutlich angestiegen. Das war 2008, das ist gar nicht lange her. Warum machen wir heutzutage ein Auswahlverfahren bei den Frauenmilchspenderinnen und wann führen wir ein Screening durch? Vor allem wollen wir die Risiken der Ernährung mit der Milch einer anderen Mutter, also mit gespendeter Frauenmilch für das Empfängerkind minimieren. Das sind Infektionen durch Erkrankungen, die über die Muttermilch übertragen werden könnten, also HIV, Hepatitis B, C, kennen Sie alle, aber auch eine gewisse Toxizität durch eingenommene Medikamente, Drogen oder können auch mal Umweltgifte sein, jetzt vielleicht nicht in Deutschland, aber in Europa gibt es immer noch Länder, wo die Umwelt durchaus verseucht sein kann und auch das Grundwasser. Also vor ein paar Jahren war das zum Beispiel in Süditalien noch der Fall. Da wurde im Anamnesebogen in Süditalien wurde gefragt, aus welchem Gebiet die Spenderinnen kamen, weil man genau wusste, da ist irgendwo was im Grundwasser, was da nicht hineingehört. Und man muss auch berücksichtigen, dass durch eine nicht adäquate Ernährung bei den Spenderinnen in der Milch auch Makro- und Mikronährstoffe, Vitamin B12 zum Beispiel, fehlen kann. Das ist gerade für kleine Frühgeborene wichtig, dass hier kein Mangel entsteht. Auf der anderen Seite ist es aber auch ganz wichtig, die Spenderin zu schützen. Und das vergessen wir manchmal vielleicht. Die Spenderin soll ja ihren Überschuss abgeben und nicht für die Frühgeborenen oder für die Milchbank so viel Milch produzieren und pumpen, dass sie völlig selbst ausgepowert ist. Und die Milchbanken sollen sich eigentlich auch ein bisschen dafür verantwortlich fühlen, die Spenderinnen in jeder Hinsicht zu unterstützen, auch gerade was das Stillen angeht, das Abpumpen und für Fragen zur Seite stehen, die in diesem Gebiet vielleicht auftreten. Also ganz wichtig, das Empfängerkind muss geschützt werden, aber auch die Spenderin darf nicht außen vor gelassen werden. Leider gibt es auch, wie in vielen anderen Bereichen hier, keine weltweit einheitlichen Kriterien, wie die Spenderinnen auszuwählen und zu screenen sind. Wir werden demnächst, Monika Berns sitzt im Raum hier, werden wir eine deutsche AWMF-Leitlinie haben, die auch auf den Aspekt Auswahl und Screening von Spenderinnen eingeht, sodass man sich hier in Deutschland zumindest darauf berufen kann und das vielleicht ein bisschen einheitlich machen kann. Aktuell ist es noch nicht der Fall, dass es alle gleich machen. Die Mütter, die Frauenmilch spenden wollen, sollen gesund sein, ihr eigenes Kind stillen und mehr Milch haben, als das eigene Kind aktuell braucht, aber auch vielleicht aktuell brauchen wird. Ich denke da zum Beispiel an ein Kind, das eine gastrointestinale Fehlbildung hat, vielleicht Tage und Wochen lang nichts essen darf. Die Mama pumpt fleißig. Es sammelt sich literweise gefrorene Frauenmilch in der Milchbank an, die das Kind nicht essen darf. Die Milch können wir nicht einfach nehmen. Wir müssen auch daran denken, wenn das Kind, das eigene Kind, wieder etwas essen darf, dass dann genug Milch vorhanden ist.
Die Spende muss freiwillig sein. Die Mütter dürfen nicht gezwungen werden. Und sie sollte unentgeltlich sein. Können wir dann gleich noch diskutieren. Ich denke, das ist mittlerweile in ganz Deutschland der Fall. In den Frauenmilchsammelstellen zu DDR-Zeiten war es üblich, dass da eine Aufwandsentschädigung zum Beispiel entrichtet wurde. Das sollte heutzutage eigentlich nicht mehr sein. Und wir sollten die Milch von verwaisten Müttern auch nicht ablehnen. Das ist für diese Mütter, die ihr Kind verloren haben, manchmal ein sehr wichtiges Hilfsmittel, um die Trauer zu überwältigen, sich weiterhin als Mutter zu fühlen. Auch diese Milch ist sehr, sehr wertvoll. Bei der Rekrutierung von Spenderinnen sollte man eine einfache und verständliche Sprache verwenden, also nicht irgendeinen Arztfachausdrucksredeschwall vorbringen. Man kann die Frauen direkt ansprechen, kennen sie alle in der Milchbank. Die Schwestern und das Personal haben immer Kontakt mit den Müttern, die Milch für ihr eigenes Kind vorbeibringen, und irgendwann fällt dann auf, dass da sehr, sehr viel Milch da ist, die das eigene Kind wahrscheinlich in nächster Zeit gar nicht essen kann. Oder auf der Neo-ITS kann auch so ein Ansprechen erfolgen. Oder bei den Hebammen in der Region, wenn die zum Beispiel wissen, dass da eine Frauenmilchbank in der Nähe ist. Es gab mal eine Hebamme, die hat erzählt, dass eine Mutter, das war ein großes, reifes Neugeborenes, die in der Klinik so viel Milch hatte, dass sie das dem Hund gegeben hat, weil sie einfach nicht wusste, wohin damit. Also das sollte nicht passieren, die Milch muss dann in die Front. Druckmedien kann man nehmen, Flyer, Poster, Presseartikel oder auch digitale Werbung machen in der heutigen Zeit. Die Anamnese, die wir mit den Spenderinnen durchführen, ist ganz wichtig, dass sie sowohl mündlich als auch schriftlich vonstatten geht. Man kann weder auf das eine noch auf das andere verzichten. Und grob abgefragt werden Gesundheitszustand und Lifestyle, da sage ich dann gleich noch was dazu. Und die potenzielle Spenderin muss einverstanden sein, die Anamnese macht man am besten mit einem standardisierten Fragebogen, der also für alle potenziellen Spenderinnen gleich ist. In verständlicher Frage ruhig auch mal die Erkrankungen in normalen Worten dort erklären. Und es macht sich ganz gut, wenn man als Anfang so eine Art Selbstauskunft macht, also einfach mal den Fragebogen den Spenderinnen geben. Es sind da auch sehr detaillierte Fragen drin. Und vielleicht möchte die Mama gar nicht sagen, welches Item jetzt gerade nicht passt. Dann kann sie sich den Fragebogen durchlesen und danach vielleicht zurücktreten von der Spendegemeinschaft, ohne zu sagen, was jetzt genau noch passiert wird. Fragen nach dem Gesundheitszustand und bisherigen Erkrankungen. Das sind chronische Erkrankungen, aber auch überwundene Erkrankungen, nach Impfungen, Bluttransfusionen, Tattoos, Piercing, Permanent Make-up, was es alles gibt. Dann wollen wir aber auch kleine Details zum Kind der Spenderin wissen. Was ist denn das Kind? Es soll ja gerade nicht Formularnahrung bekommen, sondern es soll ja die Milch der eigenen Mutter bekommen. Ob es ein Frühgeborenes vielleicht war, ob es gesund ist. Es macht sich auch immer ganz gut, wenn man das Kind einmal sieht. Wenn es einmal mitgebracht wird in die Milchbank zu diesem Interview, dann weiß man, das Kind gibt es auch und Spenderin gibt es. Und kommt man auch ganz gut ins Gespräch. Wir fragen nach den Ernährungsgewohnheiten der Spenderin, nach dem Lifestyle, Medikamenteneinnahmen, Umweltgiften. Wie gesagt, in Deutschland ist es nicht in unserem Fragebogen, in Leipzig ist nicht die Frage nach Umweltgiften enthalten. Aber wenn ich sehe, dass die Mama jetzt nicht die letzten 20 Jahre in Leipzig gewohnt hat oder die letzten 30 Jahre,
kann man doch mal fragen, wo sie ursprünglich herkommt und dann überlegen, ob das jetzt gerade ein Problemgebiet ist. Nikotin, Alkohol und Drogenkonsum ist nicht vereinbar mit der Frauenmilchspende. Das wird abgefragt. Und Kontakt an Erkrankungen, die mit der Muttermilch potenziell übertragbar sind. HIV, Tuberkulose, durch den Kontakt, Syphilis, Hepatitis B und C oder Herpes. Was die Spenderinnen bei dieser Erstanamnese noch bekommen, ist eine, auch hier wieder, schriftliche und mündliche Anleitung, wie die Milch am besten zu gewinnen ist, wie sie aufzubewahren ist und wie sie transportiert werden soll. Hören wir später noch was dazu. Also wir haben da ein entsprechendes Dokument dafür. Und steht jetzt auch was drin, zum Beispiel zu allgemeinen persönlichen Hygienemaßnahmen. Und das kann man dann alles nochmal im Interview durchgehen. Wenn man eine Braunmilchbank hat, muss man vorher definieren, was sind die Ausschlusskriterien, wann kann eine Mama nicht ihre Milch spenden. Und da muss man unterscheiden zwischen vorübergehendem Ausschluss, zum Beispiel wenn sie jetzt eine Angina hat und ein Antibiotikum nehmen muss für eine Woche, das wäre mal ein zeitweiliger Ausschluss davon. Danach, wenn das überwunden ist, das Antibiotikum den Körper verlassen hat, kann sie natürlich weiter spenden. Oder auch eine Mastitis. Dauerhafte Ausschlussgründe wären natürlich HIV-Infektion zum Beispiel oder auch Nikotinkonsum, Rauchen. Es gibt europäische Länder oder auch weltweit, wo Rauchen nicht kein Ausschlusskriterium ist. Brasilien zum Beispiel. Nikotinersatzprodukte fallen da auch darunter. Mütter, die Drogen konsumieren oder konsumiert haben, da wird es dann schon schwierig, sollten auch keine Milch spenden. Was mache ich denn, wenn die Mama erzählt, ja, als ich noch ganz jung war, vor 15 Jahren, da habe ich mal Cannabis geraucht. Was macht man? Schließt man sie dauerhaft aus oder nicht? Oder, ja, ich nehme nichts, aber mein Partner, der raucht immer mal. Was machen wir damit? Schließen wir diese Spenderin aus oder nicht? Das ist schwierig und muss dann im Einzelfall entschieden werden. Teil 2 haben wir uns mal vor, habe ich nicht als Spenderin genommen. Der regelmäßige Alkoholkonsum ist auch ein Ausschluss. Auch hier ist es sehr schwierig, eine Definition zu finden. Ein Glas Sekt bei einem 80. Geburtstag, sicherlich kein Ausschlussgrund. 2-mal in der Woche ein Glas Wein, muss jede Frauenmilchbank für sich definieren. Dann kommen wir zur Medikamenteneinnahme. Mütter, die Medikamente einnehmen müssen für das eigene Kind, gibt es ja da eigentlich kaum ein Hindernis, warum man nicht weiter stillen sollte. Klar, bei Zytostatika-Anwendung da nicht, aber sonst sind eigentlich alle Medikamente sehr gut mit dem Stillen nach Aufklärung vertretbar. Bei der Frauenmilchspende ist das nicht vertretbar, die Medikamenteneinnahme. Die Empfänger sind sehr, sehr kleine Frühgeborene und kein reifes Neugeborenes. Und unter Umständen bekommt das Frühgeborene von mehreren Spendern Milch, vielleicht mit mehreren Medikamenten, mit einem Cocktail dann, die vielleicht mehr oder weniger in der Milch nachweisbar sind. Da sollte man auch eine Liste haben in der Milchbank, welche Medikamente erlaubt sind und welche nicht. Komme ich später gleich noch hin. Organtransplantate sind ein Ausschlussgrund und Bluttransfusionen. Manche Richtlinien sagen in den letzten 4 Monaten, manche sagen in den letzten 6 Monaten. Blutprodukte, Tätowierungen, Piercing, Permanent Make-up hatten wir schon, aber auch Nadelstichverletzungen danach sollten wir haben. Dann kommen wir zu einem größer werdenden Thema. Nicht spenden sollten Mütter, die sich vegan ernähren. Ist das, darf ich mal in die Runde fragen, in Ihrer Frauenmilchbank, ist das ein Thema, die vegane Ernährung? Hier vorne wird genickt. Sind die ausgeschlossen oder
Dürfen die spenden, wenn sie sich mit Vitamin B12 substituieren? Ist es dann erlaubt? Es gibt nicht so viele Daten dazu. In Deutschland, habe ich mal nachgeschlagen, sind 3,2% der Bevölkerung ernähren sich heutzutage vegan. Das sind 2020 waren das 2,6 Millionen. 4 Jahre zuvor, 2016, war es nur die Hälfte. Also das ist schon zunehmend ein Thema. Deutschland wird vegan, daher auch ein Artikel in der Welt. Von der Bevölkerung, die sich vegan ernährt, sind immerhin 80% Frauen, also die Milch spenden. Und Altersgruppe zwischen 20 und 39 Jahre sind immerhin auch 60%. Das sind ja genau die Mütter. Hoher Bildungsabschluss 70%. Vegetarisch zum Vergleich ernähren sich schon 8% der Bevölkerung. Und also das wird mehr werden, zunehmend mehr. Und es gibt auch, glaube ich, kann das sagen, es gibt auch eine Arbeitsgruppe in der EMBA, die sich mit der Ernährung von Spenderinnen und Risiken hier für die Empfängerkinder beschäftigt. Da wird sicherlich eine Empfehlung rauskommen aus der Literaturrecherche. Machen wir weiter. Nicht spenden sollten Mütter, die sich in einem Land mit groben Krankheiten aufhielten. Das muss man dann eben im Gespräch genauer erfragen, was das war. Da gibt es unterschiedliche Angaben, wie lange man da warten muss, bis man wieder zurückgekommen ist. Eine Mama mit Malaria kann keine Milch spenden. Postpartal eine Lebendimpfung mit Röteln erhielten. Das Rötelnvirus ist ungefähr 12 Tage nach der Impfung in der Muttermilch nachweisbar. Also das muss man explizit abfragen. Familiäre Form von Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung in der Familie haben, da hatten wir noch nie eine Spenderin, die hier ja angekreuzt hat. Nicht spenden sollten Mütter, die einer Risikogruppe für HIV-Erkrankungen angehören, selbst oder deren Partner gewerbsmäßig sexuelle Kontakte pflegen. Und das nächste, ich habe mal ein Fragezeichen rangemacht. Ich weiß nicht, ob Sie sich in Ihrer Klinik da schon Gedanken drüber gemacht haben. In Magdeburg ja. Was machen wir, wenn eine potenzielle Spenderin besiedelt ist mit mehrfach resistenten Keimen? Ungefähr die Hälfte der Spenderinnen, ist jetzt bei uns in der Klinik so, sind Mütter von Frühgeborenen, die sowieso auf Stationen betreut werden. Und da wissen wir eigentlich den Besiedelungsstatus, weil das zur Geburt erhoben wird. Können wir diese Mamas für die Spende nehmen oder nicht? Für wen ist das auch noch ein Thema? Für welche Milchbank? Doch einige Hände. Soll der auch meinen, dass die Pasteurisierung diese Keime zerstört, wenn man schon weiß, dass sie drin sind. Der Prozentsatz ist aber noch nicht so hoch an Müttern, die damit besiedelt sind. So, kommen wir jetzt noch mal ganz kurz zu den Medikamenten. Es gibt Medikamente, die zu einem zeitweiligen Ausschluss führen und welche, die zu einem dauerhaften Ausschluss führen. Zeitweilig ist zum Beispiel, Mama hat Kopfschmerzen, nimmt eine Ibuprofen-Tablette. Möchten wir jetzt nicht die Milch für das kleine Frühgeborene. Aber wenn man die Halbwertszeit von diesem Medikament berücksichtigt und man sagt, so nach 5 Halbwertszeiten ist das Medikament eigentlich aus dem Körper raus, könnte sie danach wieder spenden. Aber die Milch, die sie jetzt abgepumpt hat, als sie die Ibuprofen-Tablette genommen hat, die kann das eigene Kind essen, aber zur Spende ist das nicht geeignet. Wenn man nach Medikamenten fragt, muss man auch mal nach anderen Dingen fragen, die man sich selber so kaufen kann. Nämlich so pflanzliche Arzneimittel. Das heißt ja nicht, dass sie nicht wirken, weil sie aus der Pflanze kommen. Die haben manchmal ziemliche Wirkungen oder auch Nebenwirkungen. Substanzen aus der traditionellen chinesischen Medizin. Das sind, je nachdem, wo das herkommt, auch mal vielleicht Schwermetalle enthalten.
Also auch danach sollte man fragen. Und auch Nahrungsergänzungsmittel. Mit der Spende vertretbar sind zum Beispiel folgende Medikamente. Da gibt es auch eigentlich Konsens mit weltweit anderen Frauenmilchbankorganisationen und auch mit der EMBA, die das so empfiehlt. Schilddrüsenhormone, die die Mutter substituieren. Insulin, es geht nicht in die Milch. Vitamine und Eisen, aber in der empfohlenen Dosis. Topische Medikamente, die allerdings nicht im Bereich der Brust aufgebracht werden sollten. Inhalative Asthma-Medikamente oder auch gestagenhaltige Kontrazeptive. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil zur serologischen Untersuchung. In der Regel nehmen Sie das Blut in der Milchbank ab. Sie wissen, dass das Blut, das Sie abnehmen, kommt genau aus Ihrer potenziellen Spenderin. Also ich würde keine vorbeigebrachten Röhrchen nehmen, würden das schon selbst abnehmen. Aber kann man auch Ergebnisse aus einem externen Labor annehmen? Wer macht das von Ihnen? Frisch abgenommen vor der Spende, anderes Labor. Mama bringt Befunde mit Name drauf. Hier vorne wird der Kopf geschüttelt. Wir hatten ein paar Mal den Fall, dass wir Spenderinnen hatten, die sehr, sehr weiter weg wohnten und dann die Laborergebnisse dort durchgeführt hatten. Es war ein akkreditiertes Labor und es haben wir verwendet. Aber das muss man vorher definieren, ob man das macht oder nicht. Und bei längerer Spende sollte die Blutentnahme alle 3 Monate wiederholt werden. Ergebnisse aus dem Mutterpass werden in der Regel nicht genommen. Das sind jetzt Anregungen aus der britischen Leitlinie, was man noch in das Screening inkludieren könnte. Zum Beispiel, dass das Kind der Spenderin regelmäßig vom Kinderarzt gesehen wird, dass es auch gesund ist, dass es genug Essen hat, dass es gut zunimmt und auch die Mutter gesund ist. Man könnte auch Arztberichte mit archivieren. Oder man kann auch mal einen Hausbesuch bei der Spenderin machen. Machen wir indirekt, weil wir die Milch teilweise zu Hause abholen. Aber wahrscheinlich macht keiner von Ihnen einen Hausbesuch. Meldet sich. So, kommen wir jetzt noch kurz zu den serologischen Untersuchungen. Bevor die potenzielle Spenderin Blut abgenommen bekommt, muss sie mündlich und schriftlich über die verschiedenen Erkrankungen informiert werden, wonach wir suchen, und auch einverstanden sein und ihr schriftliches Einverständnis geben. Die Blutentnahme würden wir direkt vor der Milchspende durchführen. Und in der Regel ist das ein Screening nach HIV 1 und 2, Hepatitis B und C, Syphilis. Wer rohe Milch verwendet, muss auch nach Zytomegalie-Virus screenen. Und je nach Endemielage HTLV oder nicht. Die Durchführung sollte in einem akkreditierten Labor sein. Die Ergebnisse der Untersuchung sind zu archivieren, wie auch die übrigen Dokumente über die Spenderin. Und es gehört zum Service eigentlich dazu, wenn da ein auffälliger Befund ist bei der Spenderin, also plötzlich eine Hepatitis B zum Vorschein kommt, dass man das mit der Spenderin bespricht, vielleicht sogar von Angesicht zu Angesicht und ihr auch eine Hilfestellung gibt, wie sie weiter damit zu verfahren hat, damit sie sich um sich selbst kümmern kann. In der britischen Leitlinie wird davon berichtet, dass Rückstellproben der Spender in einem Labor erfolgen. Ich weiß nicht, inwieweit das bei Milchbanken von Ihnen so ist. Hier vorne wird genickt. In der Regel sind diese serologischen Untersuchungen ähnlich wie vor einer Blutspende. Ich habe die einzelnen jetzt mal ganz kurz hier mitgebracht, denn man kann sagen, ich screene nach HIV 1 und 2, aber was kreuze ich denn jetzt wirklich auf dem Laborschein an? Das ist ja auch ein Unterschied. Und bei HIV würde man, um
auch eventuelle blinde Fenster abzudecken, nach dem HIV-1P24-Antigen-Screening. Jetzt probiere ich mal diesen Pointer aus. Das hier, ich glaube, Sie sehen das ohne den Pointer besser. Der hat also den Peak sehr, sehr früh und die Antikörper IgG und IgM, zunächst IgM und dann IgG, steigen erst ein bisschen später an, sodass man hier auch eine frühzeitige Erkrankung detektiert. Und man sagt entweder die HIV-RNA oder das HIV-B24-Antigen nach. Bei der Hepatitis B sollte man das HBS-Antigen bestimmen und Anti-HBC-Antikörper. HBS-Antigen sitzt draußen auf dem Virus drauf. Das sind diese gelben Stöpsel da drauf. Und Anti-HBC-Antikörper sind dann im Zytoplasma. Sodass man auch hier frühzeitig, wenn man beide Marker nimmt, eine Infektion erkennt. Manche Frauenmilchbanken bestimmen noch die Transaminasen dazu, die noch ein bisschen früher mitreagieren. Ist aber nicht in jeder Milchbank so. Bei der Hepatitis C ist es so, dass auch hier nach HCV-Antikörpern gescreent wird. Bei uns ist das IgG und IgM in einem Test drin. Das kann man nicht separat sehen. Das wird kumulativ angezeigt. Und dann sollte man entweder noch eine PCR machen oder nach dem HCV-Core-Antigen suchen. Und wenn man noch die Transaminasen hat, ist man schon ganz früh mit dabei in der Detektion. Syphilis, hier sollte man auch nicht die Ergebnisse aus dem Mutterpass nehmen, sondern in der Regel wird die Treponema pallidum Hemagglutination gemacht, die dann sehr frühzeitig schon nachweisbar ist und dauerhaft nachweisbar bleibt. Das humane T-lymphotrope Virus, wer von Ihnen screent, alle Spenderinnen regelmäßig danach. Keiner. Einer meldet sich. Das spielt wahrscheinlich bei uns keine große Rolle. Ist auch ein Retrovirus. Kann durch Stillen aber übertragen werden. 20-24%. Und es gibt bestimmte Endemiegebiete, allen voran Japan, die eine sehr hohe Inzidenz haben. Aber auch Karibik, Mittel- und Südamerika. Und hier stand auch Rumänien mit dabei. Das ist ja doch etwas, was schon mal passieren könnte bei uns. Eine rumänische Mama. Also im Zweifelsfall auch das mit ankreuzen. Wenn Sie keine rohe Milch verfüttern durch die Pasteurisierung, wird das Virus abgetötet. Dann spielt es eigentlich keine Rolle. In Frankreich wird danach gespielt. Obwohl pasteurisiert wird. Und hier würde man nach Antikörpern suchen, wenn wir ein individuelles Risiko feststellen. Für diejenigen Milchbanken, die rohe Milch verfüttern, ist das Zytomegalievirus essentiell. Danach muss getestet werden und nur von CMV-negativen Spenderinnen an die Milch roh verwendet werden. Ungefähr die Hälfte aller Spenderinnen ist CMV-positiv, aber nur die Hälfte roh verwenden. Hier reicht es aus, wenn man nach IgG und IgM screent. Und das muss alle 3 Monate auch wiederholt werden. Und dazwischen fragen wir die Spenderin, ob es ihr gut geht oder ob sie eine Erkrankung hatte. So. Sind wir einmal hier durch den Anamnese- und Screening-Prozess durchgegangen. Vielen Dank fürs Zuhören für Sie.
anmachen. Ja. Oder du kommst hier. Oder du gehst hier. Also nochmal für die außerhalb dieses Raumes online. Liebe Judith, vielen Dank für den schönen Vortrag. Sehr informativ. Corinna, bin ein bisschen neben der Kappe offensichtlich. Gibt ein paar Gründe für. Ich habe auch vergessen, den Staffelstab weiterzureichen an Anja Lange, die eigentlich diese Session sharen soll, und an Judith Kager. Das tue ich jetzt hiermit, ziehe mich zurück und sammle mich. Ihr müsstet zwei Mikrofone haben. Habt ihr die von? Doch, eigentlich ja, oder? Das geht, ne? Das geht so. Vielen Dank. Ich komme aus Winnenden und ich habe eine Frage zu den Keimbelastungen. Also wir hatten das schon, dass wir Kinder dann haben, wo dann 3-mRGN, 4-mRGN nachgewiesen wird und dann kommt die Frage auf, hat die Mutter dann vielleicht auch was? Also die Mutter hatte am Anfang nichts, aber wenn sie jetzt da 2 Monate mit ihrem Kind bei uns ist und hat sie dann auch was, würden Sie so eine Frau dann nochmal testen oder die Milch direkt pasteurisieren? Also jetzt, wenn ich jetzt spreche für die Frauenmilchbank Leipzig, wir würden die Frau nicht ausschließen von der Spende. Wir untersuchen jede einzelne Milchflasche und es dürfen nur Coagulase-negative Staphylokokken in der Milch sein. Also wenn sich da irgendein E. coli oder Staph aureus versteckt, egal ob der gutmütig oder bösartig ist, die Milch wird auch nicht pasteurisiert, die wird nicht verwendet. Okay, danke. Ja, schönen Dank auch noch von mir von dem Vortrag. Gibt es weitere Fragen? Ich bin aus Neubrandenburg, hallo. Ich habe mal eine Frage, die Spirale bei einer Spenderin, ist das ein Ausschlusskriterium für Sie? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist kein Ausschlusskriterium. Wir haben jetzt auch das erste Mal nach ganz vielen Jahren, das erste Mal überhaupt den Fall, haben wir es auch so entschieden. Danke. Weitere Fragen? Ich hätte ein paar Online-Fragen vielleicht. Hier ist noch eine aus dem Publikum. Könnte man sich überlegen, die Proben eventuell 3 Monate einfrieren zu lassen und wenn man wieder testet, weil es gibt auch die Möglichkeit, dass die, also sehr gering, wie das ist, dass die was holen in den 3 Monaten. Wenn man nach 3 Monaten wieder testet, ist das schon zu spät, wenn man die Milch verfüttert hat. Macht man eine Quarantäne von den Milchproben für 3 Monate oder hofft man einfach auf das Beste sozusagen? Das wäre dann ähnlich wie bei der Blutspende, wo so eine Quarantänelagerung durchgeführt wird. Wir möchten die Milch so kurz wie möglich eingefrostet haben, weil die nutritive Qualität auch leidet, je länger ich die im Tiefkühlschrank habe. Also wir machen es nicht. Vielleicht kann sich jemand aus dem Auditorium melden, der das macht in seiner Milchbank. Wenn man das machen möchte, sollte man, glaube ich, nicht 3 Monate warten. Das ist einfach nicht gut für die Milch. Und deswegen ist es wichtig, da einen engen Kontakt zu den Frauenmilchspenderinnen zu haben, um zu merken, wenn es der Mama nicht gut geht oder wenn sich doch irgendetwas an den Lebensumständen geändert hat. Gibt es noch Fragen? Uns erreichen aus dem Internet ganz viele Fragen zum Thema Coronavirus-Impfung. Könntest du dazu noch 2, 3 Sätze? Wir hören das im nächsten Vortrag. Okay, gut. Und dann ist noch eine Frage, reicht das HBS-Antigen-Screening von der Geburt? Für uns reicht es nicht. Was ist mit Koffein? Wie viele Tassen Kaffee darf man spenden? Trinken, wenn man spenden möchte. Oh, ich höre mich hier doppelt. Eine
eine gute Frage, die keiner so richtig beantworten kann. Auch je nachdem, in welches Land Sie jetzt reinschauen, ist der Kaffeegenuss mal mehr, mal weniger. Schwarzen Tee darf man auch nicht vergessen. Bei uns in der Regel ist es so, wenn die Mama jetzt zum Frühstück und nachmittags Kaffee trinkt, also so sagen wir mal 2 bis 4 Tassen sind okay. Bei 8 Tassen müsste man vielleicht mal überlegen. Auf unserem Anamnesebogen steht mehr als 6 bis 8 Tassen, Fragezeichen. Gibt es weitere Fragen? Eine Frage, Daniel Klotz aus Freiburg. Wir hatten neulich den Fall, dass wir eine potenzielle Spenderin zurückgestellt haben von der Spende, weil sie unter der Geburt Blutprodukte erhalten hat. Das kam tatsächlich 2-3 Mal vor und bis schließlich uns die Virologen angerufen haben und gesagt haben, warum wir denn noch Kontrollen möchten von dieser Mutter. Da gibt es doch schon Kontrollen. Dann hatte ich das kurz erläutert. Und dann haben die Kolleginnen gemeint, naja, die Blutprodukte sind mittlerweile so gut aufbearbeitet und so gut gescreent, dass wir eigentlich hier keine Rückstellung mehr machen müssen. Wie ist das denn bei dir, Corinna, wie ist das denn in anderen Abteilungen? Gibt es da auch eine Rückstellung nach der Blutspende? Weil das kommt ja schon relativ häufig vor, nicht Blutspende, sondern nach dem Erhalt von Blutprodukten. Also in der sehr alten, aufgeschriebenen Leitlinie von 1998 steht meines Wissens 4 Monate drin. Wir haben 4 Wochen. Ich kann ja mal fragen, wer hat 4 Monate bei sich in seinem Fragebogen? 6 Monate? 4 Wochen? Gar nicht? Also auch hier überhaupt nicht einheitlich. Ich kann mich nicht erinnern, was in der AWMF-Leitlinie stehen wird. Mhm. Das ist natürlich auch schwierig, wenn man sich das überlegt, 4 Monate zurückstellen. Wir nehmen nur Mütter, die 6 Monate spenden. Ja. Wann sollen die denn eigentlich noch Milch abgeben? Also das ist ja auch absolut nicht praktikabel, muss man auch mal sagen. Vier Monate ist sicherlich zu lang. Und die gehen hier nun wirklich jetzt von dem Transfusionslabor, gehen die eine wirklich die Sicherheit und sagen, dann braucht es tatsächlich gar nicht mehr machen. Die kommen ja sogar schon und sagen, wir brauchen gar keinen Bettzeittest mehr machen, weil alles sicher ist und so, wo man auch denkt als Arzt, nee, ganz so nicht. Gibt es weitere Fragen? Ja, ich habe noch eine Frage und zwar, du hattest ja gesagt, dass man mit der Spenderin in Kontakt ist. Führt ihr dieses Aufklärungsgespräch nochmal während der Spendenzeit oder bleibt es bei diesem Erstgespräch und zwischendurch ist es nur, wie geht's uns? Dieses große Aufklärungsgespräch ist nur vor Beginn der Spende mit dem Fragebogen dann zusammen, den man nochmal zusammen durchgeht. Und dann hab ich noch eine Frage zu dem Vegan. Und zwar ist das bei uns heiß diskutiert. Wir haben mehrere Kolleginnen, die sich vegan ernähren und fühlen, dass meinen, dass man sich damit ja am besten ernährt und dass sie ihre Ernährung gut im Griff haben. Und wie macht ihr das, wenn das Veganerinnen sind? Werden die mit aufgenommen und wird dann Vitamin B12-Spiegel bei den Frauen bestimmt? Oder? Wir fragen schon genau, wie die Ernährung dann aussieht. Und im Moment ist es noch so, dass wir gerne wollen, dass die Spenderin Vitamin B12 substituiert. Okay. Also weil bei uns sind die ausgeschlossen und das ist immer wieder Diskussionspunkt dann auch. Vielleicht auch die Schwierigkeit, wie kontrolliert man es im Verlauf? Ich hatte auch schon eine Anfrage von einer veganen Spenderin und die war vorsichtig ungehalten, dass ich gesagt habe, nein. Weil ich glaube, es ist auch ein kleines Problem, wir screenen am Anfang und wenn sie dann länger spendet, wie kontrollieren wir, dass das gut ernährt ist, auch wenn sie das versichert, aber ich habe ja keinen Kontrollmechanismus und deswegen ist es in Magdeburg auch so, dass wir zurückhaltend sind.
Die Frage nochmal wiederholt, ob es ein-, zweimal kontrollieren vielleicht besser wäre und die Milch zu haben, statt auf sie zu verzichten, ist eine Möglichkeit. Das muss man für sein eigenes Setting sicherlich auch in der eigenen Klinik überlegen, weil es auch schlichtweg, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich genau hingucken kann, Entschuldigung, weil ich ja auch erstmal gucken muss, was habe ich denn für personelle Ressourcen? Kann ich das auch gut schaffen, das immer wieder am Ball zu bleiben? Oder bin ich sowieso mit meinen personellen Ressourcen so knapp, dass ich so viele Sachen gar nicht kontrollieren kann? Ist eine Möglichkeit, kann man für sich selbst, denke ich, immer wieder ins Gespräch bringen. Ich denke, so insgesamt wird das uns aber in der nächsten Zeit ganz schön beschäftigen, weil der Weg, der geht dahin, dass doch sehr viel jetzt vegetarisch oder vegan ist. Und vor allen Dingen, wir haben es noch nie andersrum erlebt, dass wir eine vegane Mutter hatten und wir haben dem Frühchen von einer fleischessenden Frau Milch gegeben. Ist man vielleicht jetzt mal in die andere Richtung gedacht, ob da nicht auch irgendwann mal Diskussionen kommen, dass diese Mütter das vielleicht gar nicht wollen. Also da ist, glaube ich, noch ganz viel. Genauso hätte ich auch noch mal eine Frage zu den Drogen. Ich meine, die wollen jetzt Cannabis und sowas legalisieren. Wir schließen die Mütter eigentlich grundlegend nachher aus. Wir kommen vielleicht dann doch auch noch mal an den Mangel der Frauenmilch, weil wir haben nachher so viele Ausschlusskriterien, dass wir gar keine Frauenmilch mehr geben können. Wie siehst du das? Cannabis geht ja eindeutig in die Muttermilch. Also ich denke nicht, dass es ein kleines Frühgeborenes konsumieren soll. Das nee, ist es ja auch nicht, aber ist jetzt insgesamt, also so, wir können das ja bald gar nicht mehr kontrollieren. Mhm. Also wenn das alles offen ist und ähnliches, wir, also ich finde, es wird immer schwieriger, weil es ist ja nicht so, dass wir sehr viel Milch überall haben. Wir kommen ja auch an Mangel, dass wir auch gar nicht die Versorgung teilweise jetzt gerade in kleineren Milchbanken, dass wir immer gewährleisten können, dass wir auch genug Frauenmilch tatsächlich haben, um Kinder das zu geben. So. Hat sonst auch jemand Fragen? Ja, noch eine kurze Anmerkung. Das ja. heißt, du meintest Spenderinnen, die in der Vergangenheit einmal Cannabisprodukte zu sich genommen haben, zum das Beispiel. Dann auch angeben. Oder auch, wenn man jetzt einen Partner hat, der jetzt Cannabis raucht. Und das sind ja alles Leute, die schließen jetzt aktuell alle aus, was ja auch richtig ist in dem Sinn. Aber es wird auch schwieriger, das auch zu kontrollieren nachher. Und waren sie einmal in der Disco und dann kriegen wir es auch nicht mit. So. Ich habe noch mal eine Frage zur Blutabnahme vor der Spende. Heißt das, Sie würden eine Spenderin, die anruft wegen 5 Liter zu Hause Milch, die sie eingefroren hat, dann ausschließen? Weil dann kann ich sie erst nachher abnehmen. Wir würden die nicht ausschließen. Dann eben die Blutabnahme, wenn sie anruft und sagt, ich muss das ist ja eine Art Quarantänelagerung. Ja, gut. Vielleicht dann die letzte Frage noch mal anschließen. Da würde mich jetzt interessieren, sagen wir, da sind 5 Liter eingefroren. Dann müsste die Frau ja aber nachgehalten haben, wann sie in dieser Zeit, als sie diese Milch gepumpt und eingefroren hat, welche Medikamente genommen hat, richtig? Weil richtig. Ibuprofen und so wäre ja dann ausschließend. Mhm. Okay, ich denke, wir liegen sehr gut in der Zeit. Vielen Dank, Corinna, nochmal für diesen schönen Vortrag und vielen Dank für die tolle Diskussion.